Tja, was wird das wohl sein? Ich, mache wir mal auf und gucken, was dann passiert. So. Yes, Sir. Ein Heiltrank und Knochen. Ein alter, vermoderter Knochen. Na gut. So. Also sein. Oh, Schrank. Okay. Nichts wirklich Spannendes bis jetzt. Sarkophag. Bernstein, Teller, Pokal. Gut, also... Da hatte ich jetzt aber mehr erwartet, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Wahrscheinlich kommen wir auch nicht hier durch. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ja. Dann gehen wir halt hier unten lang. So, da ist noch ein Pilz, sehe ich gerade. Warte, warte. Mana-Pilz. So. Freunde, alles in Ordnung. Ja. Niemanden aufgefallen, wunderbar. Komme ich hier vielleicht auch so ein bisschen rein? Kann ich mich da so ein bisschen reintricksen? Speicher mal. Wo? Oh. Nicht hoch? Ah. Ja, und damit ganz herzlich willkommen bei Assassin's Creed The Risen Edition. Wir laufen über die Dächer. Bei Nacht im Mondschein. Was es hier wohl noch so zu holen gibt. Irgendwie wird das Bonbon nicht kleiner. Scheiße. Mal. Warte mal ganz kurz, Moment. So. Guck mal, da ist offen. Wir könnten jetzt uns hier runterfallen lassen und dann da reingehen. Das ist wie so ein kleiner Weg. Gucken wir mal, ob das was bringt. Wir können auch da rein. Aber da waren wir ja schon. Lalalala. So. Ui. Speichern. Ah, da geht's auch rein. Das sind Menschen. Muss leise sein. Darf nicht erwischt werden. Lalalala. Ist hier jemand? Hallo? Jemand da? Dann würde ich sagen, immer an den Schrank rangehen. So. Eine Truhe. Das leise sein. Was ist das? Wieder so ein Erschaffen, okay. Romanovs Truhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Wer ist Romanov? Kommen wir nicht rein? Na gut, dann... Kommen wir wahrscheinlich später nochmal hierher. Wolfsfeld, ein Trank, okay. So. Noch eine Truhe. Hier ist ja was los. Oh, die ist sogar... Mal von vorn. Geschafft. Ein Kerzenleuchter, ein Lichtzauber und ein Heiltrank. Na gut. So, dann gehen wir nochmal hier nach unten. Irgendwie hier runterfallen lassen, so ein bisschen. Probier's aber mal. Leise sein. Mal zwischenspeichern. Was ist denn hier eigentlich? Eine Truhe. Eine... Ein Eisenerzbrocken. Okay. So. Dann geht's hier wieder runter. Da will ich aber jetzt gar nicht hin. Ich wollte erstmal dann hier lang gehen. Auf die andere Seite. Knirscht alles. Alles schon moderig und vermadet. So. Dann einmal diese kleine Truhe hier. Hm? Oh, ist ja nicht viel drin, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So, und ein Schrank. Okay. Speichern. So, dann geht es hier in der Etage runter. Können wir ja mal hingehen. Im Keller quasi.
bin ein kleiner Dieb. Ich schleiche mich durch die Nacht. Durch Haus und Gestein. So, noch eine Truhe. So. Oh, hier geht's raus. Speicher mal kurz. Darf nämlich nicht erwischt werden. So, da steht irgendjemand. Hier, da sitzt eine Frau. Dann guck, ob ich das noch schaffe hier. So, schnell. Bevor es nämlich Tag wird, dann sehen die uns ja leichter. Raus! Ja. Typen, Hanuka. Halt! Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Und? Und ich hab schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir. Krieg ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Ich war das nicht, das war mein Bruder, der sieht genauso aus wie ich. Aber erzähl doch mal. Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Mhm. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Ja, ganz langsam, Freund. Ganz langsam. Erstmal... Reden wir mal über meine Belohnung. Es geht dir ums Gold? In dieser Stadt gibt es anscheinend keinen Mann mehr mit Idealen. In dieser Stadt gibt es auch anscheinend nichts umsonst. Also gut, wenn du mir hilfst, kannst du deine Belohnung selbst wählen. Okay, also hätte ich gerne einen... Wäre gerne unsterblich und würde gerne den Weltfrieden haben und noch drei Wünsche von irgendeinem Geist aus der Lampe, wo ich dann reiben kann. So, ja, die Goldschalen haben wir schon, ne? Die haben wir ja... Das sind doch diese drei, oder? Warte mal. Woher kommen die Goldschalen? Irgendjemand hat eine verbotene Ausgrabung an einem der alten Tempel vor der Stadt veranlasst und drei große Goldschalen dabei erbeutet. Seitdem versucht dieser jemand, die Goldschalen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Verdammt nochmal, wann kapieren diese Idioten endlich, dass es zwecklos ist? Früher oder später werden wir sowieso alle Artefakte erwischen. Das ist ja hier für den Orden, wir müssen ja eh noch ein paar Quests machen für den Orden, also... Ich werde die drei Goldschalen für dich auftreiben. Das würde mir gefallen. Doch bei dem ganzen korrupten Pack hier in der Stadt wird das keine einfache Sache. Die Banditen werden genauso hinter den Schalen her sein wie wir. Also riskiere nicht zu viel, wenn dir deine Haut lieb ist. In Ordnung. Ja, eigentlich hier, schon. Ich habe deine drei Goldschalen gefunden. Na sowas. Ich bin sehr beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass du die Artefakte noch abfängst, bevor sie beim Don im Banditenlager landen. Ich werde Kommandant Carlos von deiner Tat erzählen. Nur weiter so, dann wirst du es noch sehr weit bringen. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du kannst dir was aussuchen. Ja, Gold. Immer Gold. Gib mir das Gold. Wie du willst. So, jetzt haben wir gerade irgendwie ein paar Quests abgebrochen. Das war... Welche waren das? Für den Don irgendwas rauskundschaften? Gut, das war eh klar, dass wir die nicht zu Ende machen können, weil... wir ja uns dem Orden anschließen und nicht dem Don. Dann irgendwas mit Fincher? Naja, egal. Nun kann ich es nicht mehr ändern. So. Was hat das mit dem Diebstahl auf sich? Die Tagelöhner haben 5 alte Rüstungsplatten mitgehen lassen. Von alleine sind die bestimmt nicht auf die Idee gekommen. Nein, Lukor steckt dahinter. Sprich mit ihm und finde raus, wo die Platten sind. Lukor, okay. Ja, mach ich. Ich besorg dir die 5 Rüstungsplatten. Gut, aber sei vorsichtig. Freiwillig wird dieser Bandit sie bestimmt nicht hergeben. Ich muss übrigens noch mal was nachgucken. Ich speichere mal kurz. Ich hab da nicht was liegen lassen. Lalalala. Oh nein. Und nochmal. Scheiße. Dietrich ist abgebrochen. Und nochmal von vorne. Ah. Jawohl. Damit. Tja, er dreht sich auch nicht mehr um. So, und dann müsste ich nochmal hier zurückgehen. Denn da war ja noch was. Scheiße. Ja, noch mehr zu holen. Bevor wir jetzt uns hier um die Platten kümmern. Wie viel habe ich jetzt eigentlich vom Orden? Habe ich jetzt 4 von 4?
Wenn ich 4 von 4 habe, könnte ich ja noch ein bisschen zweigleisig fahren, noch ein bisschen Belohnung einheimsen von den Don-Leuten, ne? Theoretisch. So, hier war ich schon. Jetzt kann ich hier runterspringen. Hallo? Oh. Hallo. Raus! Ja, ja, lass mich mal durch. Weg mit dir. Ja. Geh mal weg. Ich muss da rein. Okay, ich muss mal... guck doch mal dahinter. Hm, Okus. Da kann ich ja bei ihm einbrechen. Warte mal, speichern. So. Dem Ogre hier seinen Monatslohn geklaut. So. Ja, ja, ja. Ich habe nichts gemacht, ne? Genau. Alles gut. So, jetzt muss ich mit irgendwem hier quatschen. Mit Lukor oder so heißt der, ne? Schauen wir nochmal. Also hier ist noch ein bisschen Kräuterli, eine Mana-Pflanze und eine Heilwurzel. So. Buddy. Haben wir schon gequatscht? Ah. Hey. Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Aber Carrasco hat gar nicht soll mit dir quatschen. Na gut, das sagen wir ihm ja nicht. So. Lalalala. Ich folge gerne fremden Männern in dunkle Ecken. Das ist eines meiner großen Hobbys. Das mache ich schon seit meiner Kindheit. So, nun? Jetzt trinken wir ein oder was? Eigentlich suche ich gar keine Arbeit, aber... Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Will er mir jetzt Aktien etwa andrehen? Hm, du Finanzhai. Ah, sag mal. Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Aha. Und was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein. Aber sie sind trotzdem wertvoll. Mhm. Und wer ist das? Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Ach, die beiden, okay. Was krieg ich? Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Ich will 400. Willst du mich ruinieren? Da kann ich den Jungs ja direkt das Gold in den Rachen schmeißen. Ich sehe das so. Wenn deine Jungs das Doppelte wollen, musst du 500 Goldstücke zahlen. Und wenn ich die Drecksarbeit für dich machen soll, kostet dich das was. Bei 400 kommst du immer noch gut weg. Gut, du bekommst die 400. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass sich die Penner in Zukunft an die Abmachung halten. Aber mal. So. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Gut, aber der Carrasco will die. Warte mal, ich speichere mal kurz vorher ab, nicht, dass wir da jetzt irgendwas versauen. Und ich muss was gucken. Wie viel habe ich denn jetzt für den Orden? Kann ich das irgendwo sehen? Donnenorden? Nee, hier sehe ich es nicht. Dann gehen wir mal in die Quests rein. Hafenstadt. Welt. Nee, haben wir auch nicht. Erledigt. Warte mal, sehe ich das vielleicht hier in der Hafenstadt? Medizin für alle. Warte mal. Bla bla bla. Bla 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 bla. Sittlos werden. Kommandanten der Stadt. Findet die 3 Goldschalen. Fahrt.
Okay. Tja, dann... Warte mal, ich speichere nochmal eben. So, Lucor. Übrigens. Carrasco will die Rüstungsplatten zurück. Natürlich will er das, aber er zahlt dir nicht das, was ich dir zahle. Also vergiss Carrasco und bring mir, was ich haben will. Gut, wir können mal etwas annehmen. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Ja, weil 400 Gold ist gar nicht mal so wenig. So, aber... Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Machst du ja auch. Also ist ja jetzt nicht unverständlich, ne? Aber ich würde mal mit Carrasco kurz sprechen darüber. Er wollte ja wissen und ich will gerne wissen, was er uns dafür bietet. So. Hi. Lucor sucht ebenfalls nach den Rüstungsplatten. So? Dann sorg dafür, dass er sie nicht bekommt. Sie gehören dem Orden. Also bring sie mir. Mach was anderes. Natürlich ist die große Frage. Ich weiß halt nicht, wie viel wir jetzt für den Orden haben. Wenn wir jetzt schon 4 von 4 hätten, dann wäre es mir eigentlich schon fast... Hey du, Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Da wäre es mir schon fast egal. Carlos, ja. Ich müsste jetzt wieder was probieren und dann speichern und wenn es kacke ist, dann wieder neu laden. Das will ich ja eigentlich vermeiden, aber in dem Fall würde ich jetzt mal gucken. Also, wir holen uns mal jetzt diese Rüstungsplatten und probieren mal aus, ob wir 4 von 4 haben, weil ich habe es vorhin echt nicht gesehen. Ne, Seemann? Hallo. Hi. So, Ingvar. Lucor schickt mich. Lucor schickt mich. Oh, scheiße. Der ist ja noch schlimmer als meine Frau. Du hältst dich nicht an die Abmachung, sagt er. Und Vasili sagt... Wenn wir alle unser Gold wollen, dürfen wir uns auf nichts anderes einlassen. Also, ich will 100 Goldstücke für die Platte. Geh mit dem Preis runter. Nein, Vasili hat mich davor gewarnt. Das werde ich nicht tun. Gut, dann gehe ich erstmal zu Vasili. Wo ist Vasili? Basilikum. Basilinikum. Da ist jemand. Ah ja. Ich speichere mal vorher. Warte, ich habe da eine Frage. So. Lucor schickt mich. So. Ich nehme an, er hat dir auch mein Gold mitgegeben. 200 Goldstücke und du kannst das Zeug haben. Nö. 200 Goldstücke sind zu viel. Ah, daher weht der Wind. Du bist ein Schläger. Also, ich sag dir jetzt mal, wie das läuft. Du bezahlst meinen Preis oder du musst mich umhauen. Such es dir aus. Dann würde ich sagen... Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Na dann zeig mal, was du kannst. Aua, warte doch mal ab. Bring das zu Ende. Aua. Weiter. Ja. Gar nicht schlecht. So, du Penner. Sauberer Schlag. Ja, damit. So. Hier gibt's nichts zu holen. Wollt doch so ein Schwert haben. Nichts. Wie nichts? Hier gibt's nichts zu holen. Dann esse ich mal ein Stück Fleisch. So. Hey, Vasili. Dreckskerl. Ich hoffe, die Rüstungsplatten bleiben dir im Halse stecken. Aber ich esse die doch gar nicht. Alles klar, Wache? Du, das ist gerade ganz schlecht. Ja, das dachte ich mir. Hast nichts gesehen, alles safe. So, dann Ingvar. Das ist natürlich interessant, okay? Vasilis Platten habe ich mir geholt. Ehrlich? Tja, Ja, dann gib mir doch einfach die 50 Goldstücke und ich bin zufrieden. Und du wirst dich in Zukunft an deine Abmachungen mit Lucor halten. Ja, ich verspreche es. Das klingt nach einem fairen Preis. Okay. Ich zahle für deine Rüstungsplatte. Dann nimm das Teil. Ich kann das Gold gut gebrauchen. Du versäufst es doch eh. Ja, was denn sonst? Soll ich es meiner Frau geben? Nein, danke. Da kann ich es besser gleich ins Meer schmeißen. Gutes Stichwort. Deine Frau macht sich Sorgen um eure Söhne. Ah ja, meine Frau macht sich Sorgen um alles Mögliche. Ist ja kein Wunder, dass meine Jungs weg sind. Wenn Tilda nur ein bisschen ruhiger wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel saufen. Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Ey. Was willst du? Wenn du mir nichts zu... Okay. Also irgendwie, ich weiß nicht, wohin diese Quest noch führt mit der komischen Tilda und dem Ingvar. Aber zumindest haben wir jetzt diese ganzen Rüstungsplatten einstecken.
Und ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Also bis gleich.